Krone weg, Errettung weg. Bedeutet Offenbarung 3, Vers 11 tatsächlich die Verlierbarkeit des Heils? Das heißt, wenn einem Gläubigen die Krone weggenommen hat, geht er ewig verloren. Um welche Krone geht es hier? Geht es hier um wiedergeborene Christen? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Dieser Vers, diese Aussage ist ein Appell an wiedergeborene Christen, also an den Überwinder, wie er in der Offenbarung genannt wird. Schau dir dazu unbedingt das Video, das ich in der Beschreibung verlinkt habe. Es geht hier um den Appell, festzuhalten, was er hat, damit er die Krone bekommt. Was bedeutet nun Krone? Der Begriff, die Metapher Krone hat absolut nichts mit der ewigen Errettung zu tun, sondern Krone als Metapher repräsentiert grundsätzlich zwei Bedeutungen. Und zum einen bedeutet Krone herrschen, regieren. Das heißt, die 24 Ältesten haben zum Beispiel Kronen auf. Diese repräsentieren die Gläubigen aus dem Alten und Neuen Testament. Das heißt, die Gläubigen werden mit Christus herrschen im tausendjährigen Reich. Deshalb haben sie Kronen auf. Also Krone repräsentiert herrschen, regieren. Die zweite Bedeutung von Krone als Metapher ist eine Belohnung, eine sichtbare Belohnung und Anerkennung, also Krone im Sinne eines Siegeskranzes am Ende eines Wettlaufes. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, da gibt es circa 5 Kronen im Sinne von Siegeskränzen, die verliehen werden am Richterstuhl Christi, also Belohnungen für wiedergeborene Christen. Und das ist der Gedanke hier. Hier geht es um die Belohnung, die ein wiedergeborener Christ verlieren kann, wenn er nicht festhält. Was soll er denn festhalten? Hier in diesem Sendschreiben geht es eindeutig um das Festhalten der Worte Christi. Es geht hier um die Worte Jesu Christi, die der wiedergeborene Christ festhalten soll. Also festhalten in der Erkenntnis, im Herzen und in der Praxis. Und offensichtlich stehen die Christen in Gefahr, dass sie von anderen Menschen dazu verführt werden, diese Worte nicht festzuhalten. Und deshalb wird ihnen quasi die Belohnung, die Krone weggenommen, bildhaft. Sie verlieren die Belohnung, es wird ihnen quasi gestohlen von anderen. Also das können Irrlehrer sein, falsche Lehrer, Verführer, die wiedergeborenen Christen dazu bringen, die Worte Christi nicht festzuhalten. Das ist der Gedanke hier. Also hier geht es absolut nicht um die ewige Errettung, sondern um die Belohnung am Richterstuhl Christi. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diesen Vers besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen und Anmerkungen hast, dann schreibe diese gerne in die Kommentare. Und wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an. Hier geht es um einen anderen Vers in der Offenbarung und auch um den Begriff des Überwinders, der in der Offenbarung mehrfach auftaucht.